Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir basteln heute aus 10 Euro Matchtag Champions League Kärtchen, weil ein Pack kostet 2 Euro, das beste Team zusammen. Das beste Team aus 10 Euro Matchtags Champions League 21-22. Wir dürfen jede Karte verwenden, nicht nur aus einem Pack eine Karte, so wie es in der Draft Challenge ist halt, ne? Sondern wir dürfen wirklich aus jedem Pack, wir können auch aus dem ersten Pack quasi unsere komplette Aufstellung zusammenbasteln. Wenn wir halt 11 gute Spieler bekommen, das ist auch klar. Gerne bewertet das Team von 0 bis 10 Punkten unten in den Kommentaren am Ende des Videos. Und wir gehen jetzt erstmal rein in die Werbung. Mein RTL! Du suchst eine Fußball-App, wo du alles im Überblick hast, News, Transfergerüchte, Videos, wer spielt als nächstes gegeneinander, dann lege ich dir OneFootball ans Herz. Ihr werdet zu Beginn an gefragt, welche Mannschaft eure Lieblingsmannschaft ist, um zu dieser Mannschaft die ganzen Nachrichten zu bekommen. Aber natürlich könnt ihr auch die ganzen Wettbewerbe abonnieren. Ich habe hier die Champions League abonniert, DFB-Pokal, Bundesliga, zweite Bundesliga, die ganzen internationalen Top-Ligen wie Premier League, La Liga, Serie A, Ligue A. Und dann habt ihr halt hier diesen Bereich, in den Spielebereich benutze ich am meisten, um zu sehen, wer spielt als nächstes gegeneinander. Zum Beispiel auch ganz ein cooles Future, wenn ich hier beispielsweise bei Bayern gegen Kiew reingehe, könnt ihr sehen, ey, wo läuft das Spiel? Das Spiel läuft bei DAZN. Gerade dieses Jahr ist es ja so ein Struggle. Wo läuft das? Amazon Prime Video, Sky, DAZN. Und mit OneFootball könnt ihr das easy peasy rausbekommen. Natürlich auch nicht nur die Spiele, sondern halt auch die ganzen nächsten Nachrichten oder die kommenden Nachrichten flattern natürlich da rein im News bzw. im Home-Menü. Wie zum Beispiel derzeit die Top-News: Messi fit für den Kracher gegen Man City? Fragezeichen, um alles nachzulesen. OneFootball für mich eine geile, geile App. Ich nutze sie schon jahrelang. Und wenn ihr OneFootball noch nicht habt, könnt ihr sie sehr gerne herunterladen mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Mein RTL! So, und dann starten wir mit Pack Nummer 1. Pack Nummer 1 und das, was ich da sehe, gefällt mir schon mal, weil das könnte... Okay, schade, ich hätte gedacht Angriff, weil dann hätte es, ne... Dann wisst ihr, wer es hätte sein können. So ist es ein Kurzawa und ein Baker. Crystal von Lionel Messi. Crystal von Lionel Messi. Ich würde sagen, die kann man auch mal einsliefen, oder? Eine Crystal von Lionel Messi? Da kann man schon mal hier ein Schutzfüllchen raushüllchen. Ne? Lionel Messi, Messi natürlich ab in den Sturm. Sehr geiler Pull. Sehr, sehr geiler Pull. Mongdi. Hinten drin. Mbappé mit vorne dabei. Also das geht ja jetzt schon mal richtig gut los, ja? Das geht schon mal richtig los. Chiesa. Griezmann würde ich jetzt nicht sagen. Walker hinten rechts vielleicht. Die anderen packe ich erstmal zur Seite. Also das erste Pack hat gegönnt. Das erste Pack hat definitiv gegönnt. So, dann drehen wir um. Fernandinho kann man mitnehmen. Renan Lodi. Harry Kane. Ja, ist jetzt leider kein Platz mehr für Harry Kane. Lemar. Kimmich. Safe. Di Lorenzo. Eric Dier. Verratti. Fabinho. Müssen wir dann am Ende mal entscheiden. Aber Abwehr, was ist da los? Einen richtig guten, schönen, geilen, saftigen Ramos könnte ich gebrauchen da hinten. Oder eine Club 100-Karte von Rashford. Ja, moin. Markus Rashi Rashford. Dann Diego Carlos. Alfonso Davis. Bing Bong. Linksverteidiger hat sowieso noch gefehlt. Ilicic, Enesi, Petri, Toni Kroos, Sterling, Leute, ich habe so gute Offensivspieler, es ist alles nicht möglich, das geht nicht. Ich brauche Innenverteidiger. Komm, Online-Code geht mir jetzt raus an euch, vielleicht, wenn ich an euch gönne, vielleicht gönnt ihr dann ja auch Tops mit einem schönen Innenverteidiger. Nkunku, Reina, Sanchez, Pulisic. Petri als, Alter, was geht denn hier jetzt ab? Petri als Crystal, also das ist auch saftig. Schmeckt auf jeden Fall auch. Schmeckel die schmockt. Petri nimmt man auf jeden Fall auch mit als Crystal. Aber Petri nehme ich jetzt nicht mit als Spieler. Giovanni Maini auch nicht. Ich brauche Innenverteidiger. Ich habe Problem mit der Innenverteidigung. Weil ich habe jetzt nur noch ein Pack. Ich habe jetzt nur noch ein Pack und da kommt ein Stürmer und das ist Ferran Torres, das ist Luka Modric, das ist Keylor Navas, das ist Kai Havertz, das ist frech. Davis, Stefan de Vrij,
Ivens Thiago. Ne, wir müssen nochmal alle durchschauen. Wir müssen hier nochmal alle durchschauen, weil ich glaube, wir hatten noch gar keinen wirklich. Hatten wir hier irgendwo jemanden? Alter, was ist das denn? Sanchez, ja. Boah. Diego Carlos. Finde ich Sanchez besser irgendwie. Okay, das ja, ist jetzt halt natürlich ein Strich durch die Rechnung. Wir haben keinen geilen Innenverteidiger gezogen. Das ist bitter. Da muss ich die Viererkette so machen. Und Platz haben wir auch nur für zwei Mittelfeldspieler. Und das wird De Bruyne, safe. Und Kimmich. De Bruyne und Kimmich, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die anderen vier kommen weg. Und die Offensive steht auch. Weil ich spiele Federico Chiesa. Ich spiele Rashford links. Messi vorne drin mit Mbappé. Geiles Team. Ob es jetzt das beste Team ist aus 10 Euro. Es ist auf jeden Fall unser bestes Team aus 10 Euro. Und wir werden sowas öfters machen, weil das macht Laune, das macht Spaß, ein Team zusammen zu basteln mit Matchtext-Karten oder allgemein mit Fußballkarten. Heute waren es 10 Euro, vielleicht beim nächsten Mal doppelt so viel. Und dann haben wir wirklich die Elite. Dann haben wir die Elite der Elite, glaube ich. Wenn wir 20 Euro auspacken, also 10 Packs wären das denn. Huch, huch. Leute, lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.